Hinter den Laboren. Ein Roman von Jörg Bergstedt. Erschienen im Seitenhieb Verlag. Teil 4. Erster Protest. Es ist ein alter Menschheitstraum. Nicht zu altern und nicht zu sterben. Mit einer bahnbrechenden Entdeckung in den Laboren der Spezialfirma BioGeronto scheint er Wirklichkeit zu werden. Doch Komplikationen treten auf. Die Technik wird teuer und es bedarf der Forschung an Embryonen. Gesellschaftlicher Widerstand regt sich. Üblicherweise kein Problem für modernes Firmenmanagement, denn soziale Bewegungen sind handzahm geworden. Doch diesmal verläuft die Sache anders. Die Branche gerät unter Druck und macht Fehler. Laborbaustellen werden besetzt, dann zerstört. Auch die Polizei nimmt ihre Gegnis zu leicht und muss lernen. Eine Sonderkommission ermittelt. Das Drama nimmt seinen Lauf. Zwischen Spurensicherung, Vernehmungen, öffentlichen Debatten und Strippenziehen hinter den Kulissen der Forschungsförderung entwickelt sich ein Krimi der besonderen Art. Glauben Sie ja nicht, die fantastische Erzählung könnte irgendetwas Wahres enthalten. Nur die Reichen werden lange leben. Einige Wochen ging die Rechnung auf. Für Marvin und die ganze Firma war das wichtig, da endlich die Bewilligung durch die SENS kam und so alle finanziellen Planungen auf breiten Füßen standen. Auch die Debatte in Fachkreisen blieb zunächst ruhig. So zogen Karin und Marvin weiter ungestört ihre Strippen in Richtung neuer Geldquellen. Das Büro in Leipzig nahm seine Tätigkeit auf und angelte drei erste Aufträge, zwei der Universität in Leipzig sowie ein Eigenprojekt, finanziert durch das sächsische Förderprogramm BioSaxony. Doch die Ruhe täuschte. Ajit wurde widerlegt. Die auf universitäre Kreise zielende evangelische Online-Zeitung Glaube und Streit schickte einen Text »Nur die Reichen werden lange leben« auf die U-Pads von Studierenden, die Touchtables der Mensen und Bibliotheken. Die für den Nachmittag ohnehin angesetzte Strategierunde nahm die Nachricht ernüchtert hin. Große Aufregung folgte nicht. Der Euphorie war längst eine Stimmung angestrengten Bangens um die weitere Entwicklung gefolgt. Irgendwie war das ja zu erwarten, resümierte Ajit die vergangenen Tage, während Marvin ein bisschen hilflos wirkte. Wir treiben nicht mehr die Geschehnisse voran, sondern die treiben uns. Das ist nicht gut. Schließlich riss wieder Karin einen Krater in die Erstarrung. So kommen wir nicht weiter. Wir müssen es schaffen, mehr Impulse zu setzen. Und wir müssen aus jeder Not eine Tugend machen. Na, Spitze. Aber wenn das mehr als ein Spruch sein soll, braucht es konkrete Ideen. Ja, aber das ist noch nicht so schwer. Jede offene Frage stellt nur die bisherigen Planungen und Anträge in Frage. Da sind wir aber einigermaßen durch. Das Geld von SENS fließt. Wenn wir nicht mehr so hasenfüßig jede Unwägbarkeit verschweigen, sondern als unsere Erkenntnis präsentieren, aus der sich neue Chancen ergeben, dann akquirieren wir mit Störungen die nächsten Förderungen. Marvin staunte. Karin schaffte es, aus jeder ihm schlecht erscheinenden Nachricht neue Motivation abzuleiten. Er hätte gern die Firma und sein Leben in ein ruhigeres Fahrwasser gebracht. Mit Chris' Erfindung schien ihm das lange Zeit möglich. Doch nun wuchsen täglich die Unklarheiten. Ihm fehlte mitunter die Kraft, einfach weiterzumachen. Was willst du eigentlich? Es klappt doch bislang alles fast perfekt. Wissenschaft ist halt nicht immer planbar, aber wirtschaftlich haben wir doch riesige Sprünge vorangemacht. Karin, du bist einfach irre, entfuhr es Marvin. Er wusste, wie wertvoll diese Eigenschaft seiner Mitarbeiterin war. Das Lob war ernst gemeint. War Karin früher eine der besten Forschis, so empfand er sie heute unersetzlich als strategische Kraft bei der wachsenden Organisationsaufgaben der Firma. Er wollte aber aufpassen, dass er mit der Aufteilung nicht auch Entscheidungskompetenz abgeben musste. Bislang stellte allerdings niemand in Frage, dass er das Steuer in der Hand hielt. Wenig später saß Karin schon wieder in ihrer Arbeitsphase und drang in die Datenbanken der Forschungsförderprogramme ein. Solche Recherchen waren inzwischen zur Routine geworden. Diesmal wühlte sie in Themen, die mehr als naturwissenschaftliche Forschung betrafen. Überrascht stellte sie fest, wie klein und übersichtlich das Angebot dort war. Gesellschaftswissenschaften und soziale Fragen wurden in den vergangenen Jahrzehnten stark in den Hintergrund gedrängt. Das schlug sich auch in der Geldvergabe nieder. Schließlich fand sie eine kirchliche Stiftung und las: Die Stiftung Gott und die Welt will theologische Fakten mit Erkenntnissen der Naturwissenschaft verbinden. Es geht um den Streit zwischen transzendenten und irdischen Wahrheiten, um den Auftrag Gottes zur Wahrung und Vollendung seiner Schöpfung.
Die Stiftung betreibt eine eigene Forschungsstelle. Dort werden eigene Positionen erarbeitet und die kritische Reflexion gesellschaftlicher Debatten organisiert. Weitere Aktivitäten sind Tagungen und Seminare, die Erarbeitung fachlicher Expertise und deren Dokumentation, sachbezogene Debatten sowie Kooperation mit Partners in diesem Themenbereich. Karin tippte das Feld Geschichte an und erfuhr, dass dieses Forschungsfeld der Kirche schon recht lange bestand. Die Stiftung und ihre Forschungsstelle entstanden aus dem Institut Technik, Theologie, Naturwissenschaften, welches bereits vor Jahrzehnten gegen die Technikphobie großer Teile der Bevölkerung und auch vieler Gläubiger kämpfte. Im Geiste der Aufklärung ging es darum, den Auftrag Gottes an die Menschen zu verwirklichen, seine Schöpfung und die in ihr schlummernden Potenziale zur vollen Entfaltung zu bringen. Wir stehen im ewigen siebten Tag der Schöpfung, an dem Gott ruht und die Menschen in seiner Mission die große, göttliche Welt vollenden. Karens Interesse war geweckt. Im Gegensatz zu vielen sonstigen Erklärungen aus kirchlichen Kreisen spürte sie in den Formulierungen eine Nähe zu ihren Positionen. Offenbar waren Meinungen der Kirche zur Manipulation des Lebenscodes nicht so einheitlich, wie die Veröffentlichung in den Medien den Anschein gaben. Sie fand einen Button zu Förderung und Finanzierung von Projekten. Die Stiftung ist selbsttätig. Darüber hinaus fördert sie die Aktivitäten anderer Einrichtungen, zum Beispiel bei Forschungsarbeiten, Veröffentlichungen oder wissenschaftlichen Tagungen. Hierbei kann im Rahmen von Kooperation auch die Tätigkeit der Partnerorganisation bezuschusst werden. Auf weiteren Seiten waren Beispiele für solche Kooperationen beschrieben. Offenbar suchte die Stiftung die Nähe zu Einrichtungen, die technischem Fortschritt aufgeschlossen gegenüberstanden. Viele Hightech-Branchen waren genannt, auch biotechnologische Themen. Die Fördersummen, die in einzelnen Beispieltexten benannt wurden, erreichten zwar nicht den Millionenbereich, konnten aber helfen, sich den ausdehnenden Stellenpool bei BioGeronto abzusichern. Sie schickte die Textpassagen und den Link auf Marvins UPad und schaute kurz bei ihm vorbei für die Rückfrage, ob er sich das kurz angucken könnte. Wenige Minuten später saßen die beiden zusammen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Das wäre schon doppelt gut. Ein bisschen zusätzliches Geld und ein Standbein außerhalb der einseitigen Lage, die wir als Firma in der öffentlichen Wahrnehmung nun einmal haben. Genau das. Deshalb habe ich da nachgeguckt. Aber wie kommen wir an die ran? Lass mal rumfragen, ob jemand einen direkten Draht zu diesem Kirchenladen hat. Vielleicht hilft ja der Zufall. Bei BioGeronto, das ließ sich schnell feststellen, war das nicht der Fall. Niemand besaß nutzbare Verbindungen in Kirchenkreise. Erst recht nicht zu der in München ansässigen Stiftung. Besser sah es in der Förgib-Runde aus. Dort hatten sich inzwischen etliche Wissenschaftler aus Universitäten und Forschungsfirmen für den Beirat gewinnen lassen. Darunter jemand aus der Potsdamer Unifakultät für Klimaoptimierung und globale Umweltsteuerung. Die führten Seminare durch, in denen Referentis der kirchlichen Stiftung mitwirkten. Über sie gelang schließlich der erste Kontakt, dem recht schnell intensive Gespräche folgten. »Sauber gemacht«, lobte Marvin seine Kollegin, die das zunächst weiter verfolgt hatte, bevor er die konkreten Absprachen treffen würde. Von ihr stammte sogar der Entwurf für einen Text auf der gemeinsamen Internetseite, die ebenfalls angedacht war. Die Kirchenleute, so schien es, würden sich für die Außendarstellung gar nicht groß interessieren. Und so definierte eine BioGeronto-Angestellte, welche Idee die Kirchenstiftung mitverfolgte. Eine ethische Online-Beratung zu den Themen Altersforschung und Gentechnik haben die Stiftung Gott und die Welt sowie die Fördergemeinschaft Innovative Pharmaforschung entwickelt. Dieses neue Webportal www.alter-forschung-ethik.uni erlaube den Nutzern, sich selbstständig ein ethisch fundiertes Urteil über Anwendung der Senexik zu bilden, erklärte die Stiftung in München. Die Senexik, wie die Altersforschung in der Humangenetik genannt wird seit den wissenschaftlichen Durchbrüchen bei der künstlichen Verlängerung des Lebens durch biotechnologische Eingriffe kontrovers diskutiert. Den interessierten Beobachtis soll diese Internetseite eine Möglichkeit bieten, die Konflikte nachzuvollziehen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Das Webportal informiert über das Themenfeld der modernen Altersforschung und enthält Meinungen von Akteuris aus ganz Deutschland. Zudem können sich die Nutzis anhand eines interaktiven Fallbeispiels selbst an der wichtigen Diskussion beteiligen. Damit wird ethisches Argumentieren erfahrbar. Baupläne. Das gläserne Labor war zu Marvins Lieblingskind geworden. Einige Golfspiele und mehrgängige Abendessen nach der ersten Idee stand ein konkreter Plan.
Auf einem ehemaligen Fabrikgelände in Charlottenburg sollte der Neubau entstehen. Halb in die historischen Fassaden integriert, halb als modernes Gebäude mit den heute üblichen gläsernen Kuppeln und farbigen Tragekonstruktionen. Architektenwettbewerbe, Pressetermine vor Ort und schließlich die Ankündigung einer fotogenen Grundsteinlegung pflasterten den Weg zum neuen Tempel der Senexik. BioGeronto würde dort neue Firmenräume erhalten, aber umgeben sein von Start-ups und ausgelagerten Einrichtungen der Technischen Universität. Die Betreuung der gesamten Forschungstrakte mit vielen selbst nutz- und vermietbaren Laboren sollte, das war Marvin wichtig, bei BioGeronto liegen. Er wäre der Herr über ein ganzes Laboratorium der Zukunft. Der Firma gab das eine langfristige Existenzperspektive über die konkreten Anwendungs- und Forschungsgebiete hinaus. Die Berliner Stimme schickte einen Bericht über die voranschreitenden Planungen auf die Touchtables und die UPads der Region. Ministis und hochkarätige Beamtis sah man in letzter Zeit durchaus mehrfach im Bezirk Charlottenburg. Der Landesfortschrittsminister hatte nun einen vollen Koffer bei sich, als er gestern bei der Bezirksregierung auftauchte. Zumindest symbolisch, denn der Mann aus der Hauptstadtverwaltung überbrachte persönlich einen Bewilligungsbescheid zur Förderung des für Charlottenburg geplanten gläsernen Labors. Dieser Bescheid wird eine wesentliche Teilfinanzierung in Höhe von 3,778 Millionen Euro ermöglichen. Das gläserne Labor wurde maßgeblich durch die Fördergemeinschaft Innovative Pharmaforschung vorangetrieben, wobei sich Präsident Professor Barmann inzwischen einer ganzen Reihe von Verbündeten sicher sein kann. Zwei der wichtigsten sind die Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsakademie und die Technische Universität. Die Hauptstadt wird nach Fertigstellung Eigentümer des Zentrums. Betreiber soll es mehrere geben, so unter anderem die Wirtschaftsakademie für die Lehr- und Seminarräume mitsamt der geplanten Bibliotheken. Die Firma BioGeronto, welche durch ihre Entdeckung zur Altersverhinderung bekannt wurde, soll die Labortrakte verwalten und dabei auch neu gegründete Firmen beraten. Noch diskutiert wird die Gründung einer städtischen Fördergesellschaft für das Gesamtgebäude und die Betreuung der erhofften Startups. Das Charlottenburger Labor, so machte es der Minister deutlich, habe inzwischen eine deutschlandweite Lobby. Es gelte als eines der innovativsten Vorhaben in Deutschland und solle das Wissen um biotechnologische Entwicklung und Grundlagenforschung in der Senexik konzentrieren, Unternehmen, die auf diesem Gebiet tätig seien, zusammenführen und die Zusammenarbeit koordinieren. Außerdem werde es jungen Unternehmen Möglichkeiten geben, sich anzusiedeln. Fast besetzt. Ein Anruf. In der Alarmzentrale schaltete der Beamte die Leitung frei. Polizeipräsidium Berlin, guten Abend. Hallo, ist dort die Polizei? Sagte ich doch bereits, ja. Was wünschen Sie denn? Hier gehen komische Dinge ab. Wo geht was ab? Und wer sind Sie überhaupt? Sorgsam notierte der Beamte Name, Ort und Zeit. So, also, auf der Baustelle, sagen Sie. Ja. Und das sind keine Bauarbeiten? Nein, hier wurde noch nie nachts gearbeitet. Das ist jetzt das erste Mal, dass da was passiert. Okay, danke für den Hinweis. Wir werden das prüfen. Die Leitung brach ab. Routiniert weckte der Uniformierte den rechten Bildschirm durch eine leichte Berührung und tippte auf den Button Aktualisieren. In wenigen Sekunden baute sich der Stadtplan von Berlin neu auf. Verteilt über das gesamte Gebiet erschienen kleine Leuchtpunkte, von denen sich einige langsam bewegten. Die Finger zogen einen Kreis um die zentralen Straßen Charlottenburgs. Sofort vergrößerte sich der Ausschnitt. Die Leuchtpunkte bewegten sich jetzt schneller. Nach wenigen Sekunden folgte die nächste Ausschnittsvergrößerung. Das ehemalige Fabrikgelände mit der Baustelle wurde erkennbar. Ein Klick auf den dazu nächsten Leuchtpunkt stellte eine neue Verbindung her. Wagen 1703, bitte kommen. Hier die Zentrale. Fahren Sie mal zur Baustelle des gläsernen Labors. Dort soll es ungewöhnliche Bewegungen und Geräusche geben. Okay, verstanden. Die Verbindung brach ab. Ein weiterer Anruf lenkte die Aufmerksamkeit auf den nächsten Fall, während der angefunkte Streifenwagen drehte und sich auf den Weg zur Baustelle machte. 7 Minuten später meldete sich 1703 wieder in der Zentrale. Hier Zentrale, bitte kommen. Wir sind an der Baustelle. Wir können ungewöhnliche Geräusche und in den Kegeln unserer Scheinwerfer diffuse Bewegungen erkennen. Es ist so, als wenn sich dort Menschen aufhalten, aber vor unserem Lichtschein immer wegducken. Ist das Gelände gesichert? Es verläuft ein Zaun rundherum. Hinweise auf Wege, wie jemand auf das Gelände gelangen konnte? Nein, die Tore sind verschlossen. Wie viele Personen? Keine Ahnung. Eher mehr als 10. Gut, bleiben Sie zwecks Eigensicherung vor dem Gelände und beobachten Sie weiter. Wir schicken Verstärkung. Wenn etwas Neues passiert, melden Sie sich wieder. Verstanden. Ende.
Nebel zog auf. Minute für Minute wurde die Sicht schlechter. Mehrere Streifenwagen trafen in Abständen jeweils einiger Minuten am Gelände ein und postierten sich entlang des Bauzauns. Einige Uniformierte stiegen aus und schauten auf die Baustelle. Doch die Lichtkegel der Scheinwerfer in den Händen der Uniformierten strahlten ebenso aus den Nebelwänden zurück wie der Fluter auf dem Dach des kurz nach dem Streifenwagen eingetroffenen Technikfahrzeugs. Per Headset konnten alle mitverfolgen, was an anderen Stellen geschah. Im Technikwagen besprachen sich die Polizeiführis. Ihre Ansage ging an die verteilten Kräfte rund um die Baustelle. Hier spricht die Einsatzleitung. Wir gehen jetzt auf das Gelände und prüfen die Lage. Kollegin Schaub bleibt mit ihrer Gruppe am Zaun. Falls Personen fliehen, sollten diese festgesetzt werden, zwecks Kontrolle der Personalien. Wenige Minuten später durchkämmten Beamtis das Gelände. Sie fanden niemanden. 1703 an Zentrale. Hier Zentrale, bitte kommen. Wir haben das Gelände überprüft. Keine Personen gefunden. Es befinden sich aber Fundstücke auf dem Gelände, die wir nicht einordnen können. Um was handelt es sich? Verschiedene Einzelstücke. Ein Handwagen voller Seile und Karabiner stand mitten auf der Fläche. Einige Isomatten und zwei Säcke, wahrscheinlich mit Zelten. Alles auf einem unsortierten Haufen. Mehrere lange Balken, die sternförmig auf dem Gelände liegen, in der Mitte zusammengebunden. Klingt nicht nach Baumaterial für eine bevorstehende Grundsteinlegung. Nein, wir haben auch einen Karton mit Flugblättern gefunden. Was steht drauf? Gegen neue Labore, die nur den Reichen helfen. Mehr nicht? Doch, das ist nur die Überschrift. Moment, ich scanne es mit dem U-Pad und schicke es rüber. Auf dem Baugrundstück flackerten weiter die Handleuchten durch den Nebel. Beamtis kletterten in frisch ausgehobene Baugruben und wieder heraus. Andere suchten die Zäune ab. Doch gefunden wurde niemand. Die sind wohl ziemlich panikartig aufgebrochen, setzte dir Beamti das Telefonat fort. Ja, nicht sehr professionell, ergänzte dir Gesprächspartner am anderen Ende der Funkstrecke. Klingt aber nach einer interessanten Story, oder? Weiß nicht. Noch wissen wir ja nicht, was genau passiert ist. Aber irgendwas Gewöhnliches ist es eher nicht. Ich sag mal den Kollegis vom PR-Referat Bescheid. Vielleicht machen die was draus. Arbeiten die auch zu solchen Zeiten? Na klar, da passiert doch das meiste Spektakuläre. Die Leute wollen keine Geschichten aus dem normalen Leben bei Tag. Ein bisschen unheimlich und schon zieht die Story mehr. Mir egal, du wirst schon wissen, was du tust. Ich sehe es denn ja. Klar, wir müssen ja auch ein bisschen auftrumpfen, weswegen wir unverzichtbar sind. Ja, ja. Egal, schick mir, wenn's geht, eine QMS mit Bildern. Das macht alles interessanter. Möglichst schnell bitte. Ja, kein Problem. Geht gleich los. Ende. Wenige Minuten später lag der Vorgang bei der Reporti-Gruppe im Polizeipräsidium. Als der Morgen graute, standen ein paar eingeweihte Fotografis vor Ort. Die Polizei hatte alles so liegen lassen, wie sie es vorfand, angeblich zur Spurensicherung. Aber den erfahrenen Journalistis war schon klar, dass die gesamte Szenerie wegen ihnen so belassen wurde. 5 Stunden später schickte der Berliner Touchtable, bekannter unter der Abkürzung B&T, die Nachricht auf die Portale der Region. Kritikis wollten Laborbaustelle besetzen. Polizei stoppte Aktion. Charlottenburg. Als die Polizei kam, verließen die Aktivistis das Gelände. Zurück blieben Spaten, Werkzeuge, Klettergurte und eine mysteriöse Balkenkonstruktion. Rund 30 Personen, so schätzt die Polizei, wollten gestern die Baustelle des gläsernen Labors besetzen. Grund? Hier soll die neue Forschungszentrale für die umstrittene Senexik entstehen. Der Protesttrupp hatte auf dem Baugrundstück bereits tiefe Löcher gebuddelt. Daneben lagen 3 18 Meter lange Holzstämme, die mit Stahlhülsen und Seilen verbunden waren, so eine Polizeisprechi. Zudem war auf dem Grundstück ein starkes Stahlseil gezogen worden. Laut einem von der Polizei sichergestellten Flugblatt, liegt der B&T vor, wollte die Gruppe einen 15 Meter hohen Holzturm aufstellen, sich dann dort oben festketten. Um die weitere Spaltung der Gesellschaft in Arme und Reiche zu verhindern, ist entschlossener Widerstand nötig, heißt es in dem Papier. Doch Aini Anwoni war wachsam. Danach fuhr die Polizei zu dem Gelände, zog schließlich größere Einheiten zusammen. Mit Erfolg. Die geplante Besetzung wurde verhindert. Bisher konnten keine Verdächtigen ermittelt werden. Ob weitere Verfahren eingeleitet werden, ist derzeit noch unklar. Polizeisache. Nermin traf ungefähr die Mitte der zugelassenen Anfangsphase für ihren heutigen Arbeitstag. Die umfangreichen Gleitzeitspannen waren eine gute Sache. Der Tag begann wie meistens. Die etwas stockende Beförderung mit den Elektrotaxis bei hohem Verkehrsaufkommen, das regional unpassende Moin des Pförtnis, der Weg vorbei an Sensoren und durch gesicherte Türen, schließlich der Trakt des Dezernats, in dem ihr Büro lag. Hier war sie seit 3 Jahren untergebracht.
Ihre alte Einheit, die Abteilung für politisch motivierte Straftaten, war mangels Aufgaben aufgelöst und in das Dezernat für Wirtschaftskriminalität eingegliedert worden. Nermin fand immer, dass das irgendwie nicht passte, aber die offizielle Lesart war, dass politischer Protest immer auch den Wirtschaftsstandort gefährden würde. So erschien sie auch heute dort, schleuderte, in Erwartung eines weiteren der vielen üblichen langweiligen Alltage im kriminalpolizeilichen Dienst, ihre Umhängetasche auf den Stuhl am Touchtable und zog die Uniformjacke aus. Darunter war sie zivil gekleidet. Hier im Bürodienst war Berufskleidung keine Pflicht. Sie schob ihr Newpad in die Halterung und ließ sich zeigen, was über Nacht angefallen war. Sofort erschienen die Bilder und Scans der Baustelle des gläsernen Labors. Auch der Text von B&T lag schon vor. Nermin zog die Augenbrauen hoch. Das roch wenigstens mal nach was Interessanterem. Vielleicht mal eine echte politische Aktion. Die Fotos weckten Erinnerungen an die alten Zeiten, wo sie noch, im Volksmund als Staatsschutz bezeichnet, Aktivistis jagte, um diese unerwünschten Störis staatlicher und wirtschaftlicher Ordnung zu fangen oder wenigstens zu vertreiben. Noch hatte niemand die Koordination der Ermittlungen übernommen und Nermin tippte sofort auf den Button, der die Sache zu ihrem Verfahren machte. Die Einsatzkarte zeigte, dass noch einige Polizeieinheiten vor Ort waren. Sie stellte eine Verbindung her und verabredete sich dort. Die schon vorliegenden Daten zog sie auf ihr U-Pad und studierte die bisherigen Ermittlungsergebnisse auf dem Weg nach Charlottenburg. Vor Ort schien alles unberührt. Nur die Dunkelheit war verschwunden. Guten Tag, begrüßte sie der Einsatzleiter vor Ort höflich. Die im Streifendienst tätigen Beamtis und die höher bezahlten Kriminalpolizistis hatten oft ein gespaltenes Verhältnis zueinander. Wie viele Gruppen in der Gesellschaft, die ihren Zusammenhalt über eine Binnenidentität sicherten, die angesichts krasser sozialer Ungleichgewichte nur zu schaffen war über die Abgrenzung von etwas Äußerem. Das konnten konkurrierende Gruppen sein oder das Fremde im Allgemeinen. Klassen, Nationen, Identifikationsfiguren, Heldis oder Label, das alles taugte als Projektionsfläche von Gemeinsamkeit oder Abgrenzung als Andersartiges. Nermin blieb freundlich, ließ sich die Lage der Dinge erläutern und verschaffte sich zunächst einen Überblick über das Gelände. Mit dem U-Pad fotografierte sie die wichtigsten Elemente auf dem Gelände, erteilte einige Anweisungen zur Sicherung von Spuren und entschied, welche Materialien als Asservate eingesammelt und welche vor Ort vernichtet werden sollten. Kurz danach rückten Bauarbeitis an, um mit ihren Motorsägen die Stämme zu zerteilen. Nermin ging wieder Richtung Baustellenzufahrt. Von dort hörte sie Stimmengewirr, darunter auch einige laute Schreie. Etliche uniformierte Kollegis bildeten eine Kette quer über den matschigen Weg. Der Zugang war so versperrt. Nermin blieb mit etwas Abstand hinter dieser Reihe stehen und beobachtete das Geschehen. Ungefähr 20 überwiegend junge Menschen waren zu sehen. Sie riefen Parolen gegen das gläserne Labor. Zwei Personen hatten kleine Schilder in der Hand, mit denen sie ihren Protest ausdrückten. Nermin schaute auf das U-Pad. Die Zeit seit der nächtlichen Aktion dürfte gereicht haben, um ein bisschen zu schlafen und neu zum Gelände zu ziehen. Es konnten also die gleichen Personen sein, die das herumliegende Material hinterlassen hatten. Der zeitliche und örtliche Zusammenhang konnte kein Zufall sein, befand sie und bemerkte, wie zwischen einem Teil der Gruppe und dem Einsatzleiter ein Gespräch entstand. Rechts davon versuchten andere, einen kleinen Tisch aufzubauen und ihn mit Infoschriften zu bestücken. Das schien nicht ganz einfach zu sein. Immer wieder erfasste der Wind einzelne Flugblätter oder sogar Broschüren. Nermin pinkte das U-Pad des Einsatzleiters an, der durch einen einfachen Fingertipp die Anforderung quittierte und Nermin so das Geschehen mithören ließ. Sie verfolgte ein energisch geführtes, aber aus Sicht der ehemaligen Staatsschützerin doch belangloses Gespräch über die Frage einer Demonstration am Bauzaun. Solche Kundgebungen wurden heutzutage immer zugelassen. Der Rechtsstaat hat ein Interesse, Protest auf bestimmte Handlungsformen zu kanalisieren. So ging es hier auch vor allem darum, wie weit sich die Protestierenden ausdehnen durften, ob die Einfahrt freizuhalten war und wie die Tische aufgestellt werden könnten. Nermin beobachtete drei Personen, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite Flugblätter verteilten. Sie entschied, alle Personalien feststellen zu lassen. Zwar war sie unsicher, ob sich aus der verunglückten Baustellenbesetzung eine ausreichende Basis für eine Strafanzeige ableiten ließ, aber der betriebene Aufwand und die erkennbaren Techniken, die zur Anwendung hätten kommen sollen, beeindruckten die Kriminalpolizistin. Da könnte es sinnvoll sein, rechtzeitig einen Überblick zu bekommen, wer bei solch einer Aktion dabei gewesen war. Als sie das Gelände an den Demonstrantis vorbei verließ, beschwerten die sich bereits lauthals, dass ihre Personalien überprüft werden sollten. An der E-Taxi-Route bemerkte sie zwei weitere Personen, die offenbar zu der Protestgruppe gehörten. Zwei malten mit Kreide riesige Slogans auf das Pflaster. Eine weitere befestigte Informationstafeln an einer langen Wäscheleine. Nermin ging zu den aufgehängten Tafeln und fotografierte sie. Gerade wollte sie sich abwenden und zur E-Taxi-Haltebucht gehen, als laute Stimmen in ihrem Rücken zu vernehmen waren. Sie drehte sich um und sah den Grund der Aufregung. Je zwei Personen waren an sich gegenüberliegenden Laternenmasten emporgeklettert. Oben angekommen, warfen sie sich eine Leine zu, an der sie dann ein breites Spruchband aufhängten. »Gläserne Labore statt Labore für die Reichen«, stand dort geschrieben.
Ein Slogan, der zu der nächtlichen Hinterlassenschaft passte. Als Nermin das Geschehen mit ihrem U-Pad heranzoomte, konnte sie erkennen, dass alle vier Störis mit professionell wirkenden Klettergurten ausgestattet waren. Das Zusammenspiel wirkte geübt. Um die lauten Anweisungen der Polizei unten auf der Straße kümmerten sie sich nicht. »Und? Wie war's?«, fragte ihre Kollegin Milana, als Nermin wieder im Polizeipräsidium ankam. »Nichts großartig Spannendes, aber immerhin mal wieder eine politische Aktion, die nicht bloß langweilig ist.« »Oho, hast du Entzugserscheinungen oder bist du jetzt zur Benotung von Straftaten übergegangen?« Milana stammte ebenfalls aus dem früheren Staatsschutz. Alle anderen Kollegis waren an entferntere Stellen versetzt, pensioniert oder auf Basis des erneuerten Beamtirechts entlassen worden. Nermin schob ihr U-Pad in Milanas Dockingstation und öffnete die Fotos auf dem Touchscreen. »Das ist eine Menge Material und Aktionskunst, in der Tat«, resümierte Milana. »Naja, aber es ist auch nichts wirklich Verbotenes dabei«, ergänzte Nermin. Milana zog die Schultern hoch. »Vielleicht ist denen das auch klar.« »Keine Ahnung.« Nacheinander vergrößerten sie Gesichter auf den Fotos, aber beide erkannten niemanden. »Ich bekomme noch eine Liste aller Namen. Mal sehen, was wir über die herausfinden können.« Geldbeschaffungsroutinen. Die versuchte Bauplatzbesetzung spielte bei Biogeronto und Fergib keine große Rolle. Neue Strippen wurden gezogen und Gelder akquiriert. Der Kontakt zur Stiftung Gott und die Welt hatte zu ersten Projekten geführt, die den Aufschwung der Senexik propagandistisch unterstützten. »Wir stehen der Technik auch selbst skeptisch gegenüber«, hatte Marvin den Kirchenleuten erzählt. »Darum forschen wir. Es muss gelingen, soziale Ungerechtigkeiten zu vermeiden.« Als er später in der Strategierunde von Biogeronto von solchen Abläufen berichtete, rutschte ihm der Satz raus, »Das ist schon eine praktische Sache, wenn wir an der Kritik unserer Entdeckung noch einmal verdienen können.« Karen sah das genauso, aber Ajit wies darauf hin, dass es für eine erfolgreiche PR-Strategie wichtig sei, glaubwürdig rüberzukommen. Die Geschichte mit der Kirchenstiftung ist daher nicht nur finanziell wichtig, sondern auch, um der Forschung ein soziales Mäntelchen umzuhängen. »Das werden wir brauchen«, fauchte Karen in Marvins Richtung. »Was guckst du mich so an?«, fragte der. »Nach deinem blöden Interview gestern können wir nur hoffen, dass keiner der Kritik ist, das guckt.« »Was meinst du denn?« »Na, dein blöder Spruch beim Wissenschaftsintervision.« »Hey, was sind denn das für Wörter?« Marvin guckte weiter verständnislos, während Karin einen kleinen Film auf den Touchtable zauberte. Deutlich war der Biogeronto-Chef zu sehen und zu hören. Auf die Frage, warum die Firma Biogeronto nur an biotechnologischen Verfahren zur Altersverzögerung interessiert sei, antwortete er: »Wir arbeiten weiter an der Senexix, weil wir dafür Förderung bekommen.« Marvin schaute entsetzt. »Das hab ich gesagt?« »Ja, richtig bescheuert«, blieb Karin im für wissenschaftlich eher untypischen Sprachjargon und fügte hinzu, »da braucht gar keiner mehr groß nachzuweisen, dass es uns nur um Geld geht.« Ajit, selbst skeptisch schauend, versuchte zu beruhigen. »Bislang hat zum Glück niemand deswegen nachgefragt. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Umso wichtiger, dass die Kirchengeschichte weiter hinhaut. Vielleicht sollten wir das insgesamt häufiger versuchen und unsere Forschung auch in gesellschaftspolitische Debatten einbringen«, meldete sich Marvin wieder. »Könnte aber auch gefährlich sein«, entgegnete Dani. »Wir kommen da schnell aufs Glatteis.« »Egal«, warf Karin fordernd ein. »Das müssen wir durchstehen. Ein soziales Mäntelchen muss her. Vielleicht gibt es da sogar ein passendes Förderprogramm.« Marvin schüttelte gedankenversunken den Kopf. Gut, dass Chris nicht in der Runde war. »Ich werde das prüfen«, wirkte Karin am entschlossensten, aus dem Ärger über die Panne neue Freunde zu erobern. Eat the rich. Idiotis, entfuhr es Marvin. Sein Blick ruhte auf dem kleinen Häufchen aufgebrachter Menschen, die sich vor dem Institutsgebäude versammelt hatten. Es war das erste Mal, dass der Firmensitz selbst zum Ort des Protestes wurde. Gut, dass die Scheiben aus Polycarbonat sind. Das war nicht wegen möglicher Proteste so, sondern heute eine übliche Form der Verglasung. Die Fenster wurden damit bruchsicher. »Wer weiß, was sie da draußen sonst noch versuchen«, rief er nach hinten und malte sich in seinen Fantasien Horden von Halbaffen aus, die den Fortschritt aufzuhalten versuchten. Selbst Chris war in die Bürohalle gekommen und speicherte Filmaufnahmen des Geschehens. Eine Kollegin kam in den Raum, offenbar gerade von draußen. »Hier«, streckte sie Marvin einen Zettel entgegen. »Was ist das?« »Das Flugblatt, was sie unten verteilen.« »Danke.« Marvins Blick blieb an der Parole hängen, die am unteren Rand des Zettels provozierte. »Die Reichen nerven eh schon. Wir wollen die nicht noch länger haben.« »Und?
fragte Chris bei dem Versuch, einen kurzen Blick auf das Papier zu erhaschen. Naja, geht so. Auch schon mal schlauere Sprüche gesehen. Chris' Blick wendete sich wieder nach draußen. Abwechselnd schaute er durchs Fenster oder via Außenkamera auf die Bilder, die er sich auf dem Touchscreen anzeigen ließ. Schau mal hier! Er zoomte das Spruchband heran, welches in der Mitte hochgehalten wurde. Du kannst 100 Jahre leben, wenn du alles aufgibst, das dich wünschen lässt, 100 zu werden, las er laut mit. Na, das ist ja richtig poetisch. Auf sowas kommen die doch nicht selbst, frotzelte Karin aus dem Hintergrund über die ungeliebten Störis vor dem Gebäude. Sind diese Spinnis bestimmt auch nicht. Marvin rief die Tastatur auf den Touchtable und gab den Spruch ein. Siehste, ist von Woody Allen. Wer ist das denn? Ein Filmemacher, schon ein paar Jahre tot, aber früher ziemlich bekannt. Ich kenne einige seiner Filme und mag die eigentlich. Tja, da werden wir wohl jetzt daran arbeiten, dass er Unrecht bekommt. Jedenfalls in Zukunft, wie lange es auch immer noch dauern mag. Das da draußen hilft jedenfalls nichts. Einfach Idiotis, schaltete Marvin wieder auf Pöbelei um. Chris schaute auf den Institutschef, der seit Beginn der Proteste zunehmend nervöser wirkte und sich mit Polemiken offenbar gedankliche Luft zu verschaffen hoffte. Ich glaube aber, dass solche Sätze auch nicht weiterhelfen. Wir müssen in der Sache überzeugen. Wie üblich blieb er ruhig und ging schließlich noch während der kleinen, aber lauten Demonstration vor den Türen an seinen Schreibtisch zurück, um an den Auswertungstabellen der Versuchsreihen weiterzuarbeiten. Marvin strich sich zweimal mit der Hand durchs Haar. Die Nervosität war deutlich zu spüren. Ich glaube, die ganze Sache überfordert unser kleines Institut. Wir müssen mehr auf unsere neue Firma verlagern. Die ist schneller und handlungsfähiger, aber nicht so in der Öffentlichkeit. Niemand widersprach. Und Fergieb, fügte Karin an. Die müssen sich mehr zeigen, sonst trifft alles uns. Marvin schaute weiter nach draußen, wo die Polizei allmählich begann, die Protestierenden vom Eingang des Firmengebäudes wegzuschieben. Versammlungen vor Firmen waren seit einigen Jahren verboten. Bannmeilen wie vor Landtagen und Bundestag. Vor Behörden und Ministerien waren sie vor einigen Jahren wieder aufgehoben worden. Arbeit, Geld, Posten für uns selbst. Marvin hatte sich wieder mit Rolf verabredet. Er schob die offene Schreibtischschublade zu, rief seinem Computer das Kommando zum Herunterfahren zu und steckte das U-Pad in die Jackettasche. Kurz darauf beförderte ihn das E-Taxi zum Bahnhof, von wo er Richtung Leipzig startete. Die 150 Kilometer waren für das Flugzeug zu kurz, der Zug bequemer und insgesamt nicht langsamer. Rolf konnte die Fahrt verfolgen, da Marvin seine Kennung im Earthpoint-Programm freigegeben hatte. So war er rechtzeitig selbst am Bahnhof und lud ihn in ein kleines Café auf dem Dach eines nahegelegenen Kaufpalastes ein. Von dort oben ließen sich die belebte Leipziger Innenstadt und der Bahnhofsvorplatz beobachten. Straßenbahnen hielten und fuhren wieder an. Sie boten Umsteigemöglichkeiten in die E-Taxis. Die wollen hier ein neues Verkehrsmodell ausprobieren und die E-Taxis statt auf dem Boden an Streben in der Luft fahren lassen, breitete Rolf sein wachsendes Wissen über die Stadt aus, in der er inzwischen auch eine passende Wohnung gefunden hatte. Oh, das wäre gut, freut sich Marvin, der immer Angst vor den kleinen Kabinen hatte, auch wenn er wusste, dass sie elektronisch gesteuert waren und vor jedem Hindernis, auch einem Fußgänger, sofort ausweichen oder bremsen würden. Die Plätze würden enorm an Qualität gewinnen, wenn diese Kabinen da nicht ständig rumdüsen würden. Sie diskutierten, wie Mobilität und Lebensqualität sich annähern könnten, bis ihnen der Servierroboter die per Touchtable bestellten Teekännchen samt Kuchenstücke brachte. Gut, lass uns gleich zum eigentlichen Thema kommen. Ist hier der richtige Ort? Marvin schaute in ein fragendes Gesicht und beugte sich näher ran. Naja, ist ja öffentlich hier und wir haben einige Gegnis. Rolf schien erstaunt, aber schaute sich trotzdem auf der Terrasse um. Der nächstgelegene Tisch war leer, das beruhigte. Aber ein gutes U-Pad war in der Lage, auch über größere Entfernungen Gespräche aufzuzeichnen. Hinter Rolf saß ein Pärchen, das offenbar vor allen Dingen mit sich selbst beschäftigt war. Auf dem Tisch lagen eine Mütze, eine kleine Tasche und ein U-Pad ziemlich unsortiert herum. Zumindest wirkte es so. An den weiteren Tischen saßen größere Runden und unterhielten sich angeregt, einige angesäuselt. Auf einem Tisch standen etliche bereits leere oder teilentleerte Weinflaschen. Die Runde redete lauter, als das für nüchterne Menschen üblich war. Aber es störte nicht, weil sie etliche Meter entfernt saßen. Ist das nicht etwas übertrieben? Wer sollte uns denn nachstellen? Ich weiß es nicht. Mich hat dieser Besetzungsversuch an der Baustelle irritiert. Ich kenne dieses ganze Wohlfahrtsgesindel anders. Nämlich? Naja, schicke Hauptamtliche, gut ausgebildet, in PR-Dingen und immer auf der Suche nach Kameras, wo sie ihre mehr oder weniger schlauen Sprüche hineinposaunen. Sie vermarkten ihre Kritik, wie andere ihre Unterwäschekollektion. Und die, die sich da angekettet haben, waren nicht schick? Nein, überhaupt nicht.
Sie hatten nicht mal ein Vereinslogo, jedenfalls war keines zu sehen. Die wollten einfach das Ding besetzen, damit wir nicht mehr reinkämen, beziehungsweise die Bauarbeitis. Und was soll das helfen? Dann kommt die Polizei und nimmt die mit. Schön wär's. Ist ja zum Glück schief gegangen, aber die hatten schon Sachen mit, die wegzuräumen aufwendig gewesen wäre. Rolf runzelte die Stirn. Aber trotzdem, Berlin ist weit weg und woher sollten die wissen, dass du hier bist? Du wusstest das doch auch. Du meinst, die hängen am Netz und überwachen dich? Weiß ich es? Nein, natürlich nicht, aber ich finde das übertrieben. Marvin antwortete nicht. Ist es dir lieber, wenn wir ins Büro gehen? Marvin schaute jetzt auch in die Runde auf der Terrasse. Nee, geht schon. Ist ja auch nett hier. Sie schauten wieder hinunter auf den Bahnhofsplatz und schwiegen eine Weile. Fast zeitgleich griffen sie zur Tasse, danach kam Marvin zur Sache. Rolf, wir müssen mehr aus deinem Standort machen. Es gibt immer mehr Anfragen. Die biotechnologischen Probleme werfen uns zwar zurück, bieten aber auch Chancen auf neue Förderungen. Wir sind ja inzwischen schon ziemlich dicke drin in den Geldflüssen, aber BioGeronto ist ein zu kleiner Rahmen für all das. Ich habe das ja schon geahnt. Dabei sollte ich nur eine Briefkastenfirma sein für die Förderanträge. Marvin schaute wieder etwas nervös in die Runde, aber nirgendwo schien sich jemand zu interessieren. Wir sollten vorsichtig sein mit den Begriffen. Okay, verstehe. Ich werde mich mal üben. Beide lächelten, aber es wirkte etwas gequält. Sie stiegen in die Debatte um Details ein. Rolf schien die Aussicht zu schmeicheln, künftig nicht nur einsamer Statthalter zu sein, sondern eine Firma zu führen. Dass ihm jedes Fachwissen fehlte, schien Marvin nicht zu stören. Du bist ja nicht für die wissenschaftliche Arbeit da, sondern der Geschäftsführer. Das ist auch gut so. Die beiden sprachen über ein nötiges Labor. Ich kann das aber nicht beaufsichtigen. Ich habe keine Ahnung von sowas. Wir müssen versuchen, das von Berlin aus zu managen. Eine Laborassistenti könnten wir hier einstellen. Aber behalte deine Skepsis mal für dich. Wenn wir dich und das Labor finanzieren wollen, müssen wir dich schon als Leiter der Firma angeben. Hoffentlich guckt niemand genau hin. War bisher nie so. Die gesetzliche Bestimmung halten wir ein, indem wir je Mensch aus Berlin mit der wissenschaftlichen Leitung beauftragen. Das wäre mir völlig neu, wenn da mal jemand überprüft, wer sich wo aufhält. Ich hoffe, du hast recht. Wird schon klappen. Die beiden vertieften sich in weitere Detailregelungen. Drei neue Gäste kamen in den Raum und setzten sich an den freien Tisch neben Rolf und Marvin. Lass uns gehen, signalisierte er Rolf, dass ihm die Angst um unerwünschte Meteoris geblieben war. Sie standen auf und verließen das Café. Bezahlen war gestern. Ein Blick auf das U-Pad hätte gezeigt, dass die Beträge für die Bestellung schon kurz nach dem Verlassen der Dachterrasse vom Konto abgebucht waren. Aber weder Rolf noch Marvin interessierten sich für solche Labalien. Da es eine direkte Straßenbahnlinie zur BioCity gab, verzichteten sie auf das E-Taxi. Die Linie fuhr im 3-Minuten-Takt und legte die Strecke zügig zurück. Das Nebeneinander von Fußgängis und den Schienenfahrzeugen klappte erstaunlich gut. So konnten alle Freiräume der Stadt vom pulsierenden Leben erfasst werden. Einkaufen, der Weg zur Arbeit, Freizeitangebote, Gastronomie und Dienstleistungsangebote direkt auf den öffentlichen Flächen. Unauffällig kündigte sich die Straßenbahn an überlaufenden oder unübersichtlichen Stellen mit einer kleinen Melodie an, die die Menschenmenge wie von Geisterhand teilte. Mitten in der BioCity hielt das Fahrzeug und fuhr ohne die beiden Gesprächspartner weiter Richtung Universitätscampus. Das Büro von Senix Aktiv lag im 4. Stock, eher versteckt am Rande eines Flures mit Ausblick auf die hinter dem Bürokomplex liegende Grünanlage. Als Rolf sich der Tür näherte, öffnete diese sich automatisch, ausgelöst vom Paddy, eingestellt als ständiges Signal und wirksam, wann immer Rolf auf die Tür zuging. Keine Begrüßung war von innen zu hören. Die beiden waren allein in den drei Räumen, die auch nicht den Eindruck machten, als würde hier viel gearbeitet. Fast alles, was an Projekten in Sachsen gefördert wurde, bearbeitete die Stammcrew von BioGeronto in Berlin oder simulierten die Computer. Das sieht aber klein aus hier, befand Marvin. Sowas lässt sich nicht als wichtiges Forschungszentrum darstellen. Rolf widersprach. Es gibt hier Gemeinschaftslabore im Haus, die Mensch zeitweise mieten kann. Das ist günstiger. Schließlich gilt, mehr Räume, mehr Miete. Wie viel? Das ist hier auf die Start-ups ausgelegt. Es gibt Einheiten mit bis zu 3 Räumen. Wer mehr will, muss richtig viel blechen, weil ab dem 4. Raum die Start-up-Förderung nicht mehr greift. Aha, das ist dumm, dachte Marvin laut nach, kam aber sogleich auf eine Lösung. Dann gründen wir eben noch eine Firma, auch als Start-up. Und wer soll das machen? Egal, auch du, oder? Auch als Geschäftsführer? Ja, warum nicht? Machen doch viele so. Die beiden vertieften sich in ein Gespräch, die nächste Firmengründung anzuschieben. Wir sollten eine zusätzliche Stelle mit Laborkenntnissen in den nächsten Anträgen unterbringen. Sonst gibt es irgendwann Stress mit den Förderern oder sogar den Genehmigungsstellen, plante Marvin die Ausrichtung des nächsten Scheinstartups. Ja, kann ich ja machen. Sonst sehe das auch komisch aus, wenn nur ich da drin stehe. Aus unserem Berliner Team packen wir da auch wieder je Mensch mit rein. Je mehr unserer Leute doppelt finanziert sind, desto eher bleibt Geld übrig. Wenn es nicht auffliegt, wie soll der neue Laden eigentlich heißen? Beide sahen sich eine Weile schweigend an.
Dann zuckte Marvin mit den Achseln. Uns wird schon was einfallen. Wir sollten aber nicht schon wieder eine Firma zur Alterungsgenetik gründen. Vielleicht eher irgendwas als Dienstleister für Labortätigkeiten und Auswertung. Dann können wir uns auch besser selbst Aufträge erteilen und abrechnen. Das ist schlau. Aber dann brauchen wir erst recht Laborfachkräfte. Auf dem Papier ist das ja kein Problem, weil wir in Berlin genug Leute haben. Aber es stimmt schon. Wenigstens eine Person sollte auch hier dauerhaft sein. Klär du das doch alles mal ab mit den Gründungsmodalitäten der neuen Firma. Ja, und auch mit einem weiteren Bürobereich, der Labormitbenutzung. Auch das sollte ja dann besser über die neue Firma laufen. Die nimmt dann Aufträge für Labortätigkeit deiner ersten Firma entgegen. Ich? An mich selbst? Ja, genau. Alles Geld wird scheinbar ausgegeben. Bleibt aber da. Wunderbar unübersichtlich, freute sich Rolf. Das war schließlich das, was er konnte. Die beiden tauschten noch einige Freundlichkeiten aus, dann blieb Rolf in seiner Ein-Mensch-Firma zurück. Er konnte zwischen drei aufgestellten Schreibtischen wählen, wo er das Verabredete tun wollte. Marvin nutzte derweil wieder die Straßenbahn zum Hauptbahnhof und war knapp 2 Stunden später in Berlin. Draußen war es schon dunkel. Per Anruf in der Firma erfuhr er, dass dort nur noch Chris im Labor und einige Kollegen am Rechner saß. Das lohnte den Weg nicht mehr. Marvin entschied sich für einen freien Abend und tauchte erst am folgenden Morgen wieder am Firmengebäude auf. Die Ankunft sollte aufregend verlaufen, doch davon ahnte Marvin nichts, als er nach einigen vergnüglichen Abendtätigkeiten in den Schlaf sank.